Hey, Freunde der Nacht. Dünnes Eis heißt das Lied, auf dem dieses Hintergrundgetölpel hier basiert. Müsst ihr euch unbedingt mal anhören. Wir sind diesem Lonzo hier in der letzten Aufnahme begegnet und, naja, wir sollen ihm helfen, eine Espresso zu brauen. Dazu braucht er Wasser und Kaffeebohnen. Na, dann versuchen wir ihm zu helfen. Roter Vorhang. Hast du eine Präsentation? Könnte man hier und da noch etwas verbessern. Aber für einen Dilettanten wirklich bemerkenswert. Nom nom nom. Espresso-Maschine. Lonzo muss sehr lange auf diesen historischen Tag gewartet haben. Oh, hätte ja. Er nicht mal früher gefragt. Die Tasse ist noch leer, mit Betonung auf noch. Lonzo versucht sich wohl als Tüftler. Süß. Die Kaffeemaschine ist echt heftig. Hey, Tankdeckel. Lass mich raten, da kommt die Kaffeebohne und so rein. Lustig. Der ist dann wohl für das Wasser. Ja. Und da... Heilige. Naja, dann haben wir jetzt was zu tun. Oder gibt's hier noch was sonst? Schauen wir mal kurz. Hey, ein Schild. Plörre, das Einzige, was es auf diesem Planeten zu trinken gibt. Hm, na, von wegen. Zum Glück bin ich immun gegen Werbung. So, und jetzt ein Steak. Ja. Schild. Hey, cool, das kann man mitnehmen. Dass sich Lonzo da gar nicht beschwert. Hey, ein geschlossenes Fach. Und da kommt wohl das Pulver rein. Hä? Was war das? Ah, die Notfallstation hat wieder auf. Das heißt wohl, dass ich jetzt die riskanteren Manöver auspacken kann. Rein in die Notfallstation. Ich lasse ihn übrigens gehen. Ich finde das mit dem Weg abkürzen nicht cool. Also nicht oft. Ein Hebel. Legen wir ihn um. Gizmo ist nicht da. Das heißt, ich kann unbemerkt mit seinen Berufen spielen. Cool. Warte. So, das ist dann die Polizeistation und das ist die die Feuerwehrstation. Ist ja cool. Feuerlöscher. Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Hast du es wohl zu oft gesehen, ne? Der ist so schwer, um ihn mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Das war jetzt ein so cooler Spruch, den wollte ich eigentlich nochmal hören. Na gut. Asbesthandschuhe. Asbesthandschuhe? Gizmo ist so ein Weichei. Ich wette, die brauchen wir noch. Dann hätten wir es hier, oder? Hey, eine Klappe. Da ist ein Loch in der Plattform. Aha. Und ein Baum. Es ist der letzte Baum hier. Hoffentlich geht der nicht auch noch ein. Wo soll ich sonst meine Herbizide testen? Krass, was das für eine Welt ist. Okay, dann hätten wir es. Dann gehen wir mit dem Hebel nochmal nach oben. Hier brauchen wir eine Tür. Und dahinter ist ein Dietrich. Wow. Polizeifach. Seit das Altersheim abgesagt ist, lassen Sie mich nicht mehr zur Strafarbeit in die Schrottminen. Vielleicht funktioniert unser Rechtssystem ja doch. Du bist ein fertiger Junge. Im Schrank sah sie leichter aus. Fußfessel. Aha. Also das Zellengitter können wir nicht öffnen, oder? Kein Gitter der Welt kann mich aufhalten. Da, es hat sich bewegt, als ihr geblinzelt habt. Ich hab nicht geblinzelt. Dartpfeil, Magneten, Luftballons. Wartenummer, Rezept. Da geht wohl jetzt gerade nichts. So. Arztschrank. Mist. Abgeschlossen. Immer dieses Misstrauen. Dafür wohl der Dietrich. Bei meiner nächsten Amputation könnte das nützlich werden. Dr. Gizmo sagt, mit rostfreiem Werkzeug hätte man Wenzels Zeh noch retten können. Na toll. So, und ein Zahnbohrer. Ich verstehe nicht, wofür der gut sein soll. Ich habe doch schon genug Löcher in den Zähnen. Bäh.
Haben wir es? Oh, Lachgas. Der Clown unter den Narkosegasen. Clowns. Er hat Gas gesagt, nein. Lachgas, N2O. Dann gehen wir nochmal nach unten. Vielleicht können wir die Zelle jetzt aufbohren. Das ist ja eine coole Station, hey. Halt! Handschellen in einer Waagschale. Die sind bestimmt ein Symbol für überladene Metaphern. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Jetzt sag nicht, dass du da hochspringen. Komm! Also du bist echt ein fauler Sack. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Fauler Sack. Naja. Hier hängt nichts. Flupp. Flupp. Hey, da oben ist was. Feuerwehrleiter. Probieren wir erstmal, ob wir da aufbohren können. Zahnbohrer mit Zellen. Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Diesmal aber. Verdammt! Mit dem richtigen Werkzeug wäre das ein Klacks gewesen. Ach, nee, warte, Zellengitter? Nee, haben wir nichts. Schade. Seziermesser, Asbesthandschuhe. Krasses Zeug. Dann gehen wir noch zur Feuer... Nee, zur Feuerwache und rutschen da runter. Wobei mich interessieren würde, was du mit dem Zeug machen willst. Der ist so schwer, um ihn mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Klar. Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Da besteht keine Fluchtgefahr. Fußfessel für irgendwen. Aha. Feuerleiter. Hui. Aha. Schwarzes Brett. Dann können wir jetzt aber mit dem Ding, mit der Windschutzscheibe das Tuch aufmachen. Mit dem Tuch die Windschutzscheibe sauber machen. Lieber nicht. Warum? Lieber nicht. Oh, komm. Wie repariert man doch gleich eine Scheibe, die ihre Sichteigenschaften durch Verschmutzung verloren hat? Och, nö. Du wolltest ja nicht, Traktor. Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Verdammt! Mit dem richtigen Werkzeug wäre das ein Klacks gewesen. Du wiederholst dich. Motorhaube. Wenn man den Trick kennt, braucht man den Hebel in der Fahrerkabine gar nicht. Andererseits, wenn man den Hebel kennt, braucht man auch keine Tricks. Das war meine Hand gegen meine Stirn. So. Ja, das hatten wir schon. Dann gehen wir nochmal zurück ins Dorf. Notfallstation. Wassertank. Das ist doch gar nicht mal so unnötig. Ho. Hahn. Plörre. Darüber lassen sich die Häuser mit Wasser befüllen. Oder mit flüssigem Stickstoff. Je nach Fluchtplan. Okay. Hat das jetzt irgendeinen Sinn gebracht? Gehen wir nochmal zum Dorfzentrum. Und kann man da? Nee, da kommt er wieder her. Wie unnötig. Hä? Ich kann doch nicht die städtische Trinkwasserversorgung anbohren. Oh, doch. Oh, nanu, geht doch. Okay. Hat anscheinend nichts gebracht. Geh nochmal zurück. Gasse, da waren wir, ne? Gehen wir nochmal hin. Ich will mir nochmal was anschauen hier. Na, jetzt kann man Doppelklick machen. So, jetzt schauen wir uns den Sprengplan mal an. Das ist eine Karte der Schrottstollen.
Ich frag besser Hanek, wie das funktioniert. Das hatten wir doch schon. Kann man ihm Magneten? Nein, danke. Ich bin im Dienst. Das nennst du Dienst? Na klar. Was dachtest du denn, was Dienst ist? Ich dachte immer, der Dienst sei so eine Art Kellergewölbe, in dem die arbeitende Bevölkerung Gartenzwerge aus Tofu bastelt. Was? Nicht? Du brauchst doch die Dinge. Ja, vielleicht so rum? Aha. Und wieder ein Rätsel. Ach, Wasserversorgung, was gesprengt wird. Oder wie? Was will er denn überhaupt erreichen? Fragen wir Hanek. Hallo nochmal. Hi, Rufus. Genau. Wie funktioniert der Sprengplan noch gleich? Wie genau funktioniert der Sprengplan noch gleich? Oh, ganz einfach. Der Sprengmeister legt die nächsten 3 Sprengpositionen fest, indem er den entsprechenden Quadranten mit Magneten markiert. Dann läutet er die Glocke. Ich gebe das Signal dann weiter an den Grubenarbeiter, der unten im Stollen die Sprengsätze anbringt. Dann wird gesprengt. Richtig, danke. Bis bald. Oh, warte. Hast du eine Ahnung, wo ich energiereiches Wasser herbekomme? Wir finden öfter mal Batterien im Schrott. Da ist auch eine Flüssigkeit drin. Wir nennen sie Batteriebrause, weil sie so lustig auf der Zunge prickelt. Meinst du sowas? Klar. Bis bald. Tschö. Rufus. Genau. Genau. Hey, Sprengplan, läuten wir mal die Glocke. Oha, das Sprengsignal. Achtung, Sprengung! Okay, was haben wir gemacht? Ach, es wurden dann genau hier, hier und hier hat dann was rot geleuchtet. Na, was bringt uns das? Naja, da kümmern wir uns dann später drum, wenn wir wissen, was wir da machen sollen. Hey, da ist ein Viech oben. Wind in den Segeln. Wir meinen das halt. Boah, nervig. Gehen wir mal, zu Tonis Hütte. Hey! Chilischote, können wir die vielleicht jetzt mitnehmen? Ah, mit den Asbesthandschuhen sicher. Autsch, heiß! Optimal. Gehen wir mal weiter zu Tonis Hütte. Da immer noch. Naja. Da hatten wir aber schon alles. Wir brauchen auf jeden Fall... Toni hatte schon immer einen seltsamen Geschmack, was Blumen anbetrifft. Und was machen wir jetzt damit? Hey, cool. Und jetzt? Uah, Feurio! Feuer im Inventar! Feuer im Inventar! Was? Was? Vielleicht... Uah, Feurio! Feuer im Inventar! Feuer im Inventar! Alter, was ist mit... Was geht mit dir ab? Zischen wir mal ab nochmal. Dann sind wir Wenzels Haus. Gehen wir mal in Tonis Laden. Es sieht so aus, als sei Toni im Laden. Wenn ich da jetzt reingehe, muss ich sicher wieder ihre spöttischen Bemerkungen über mich ergehen lassen. Ach, was soll's. Besser, ich bringe es hinter mich. Ach, sieh an. Wen haben wir denn da? Flupp. Ist das nicht Evil Knievel? Der Meister der Schwerkraft? Der Himmelsstürmer? Der Windjockey? Der Reisende auf dem Weg in die oberen Sphären? Und doch steht er hier. Direkt vor mir. Wer hätte das gedacht? Tja,
ob du es glaubst oder nicht. Diesmal hatte ich es wirklich geschafft. Ich war auf einem Organon-Kreuzer, auf direktem Wege nach Elysium. Und dann hattest du Sehnsucht nach mir? Ich musste mich entscheiden. Ein Leben in ewiger Glückseligkeit, also ohne dich, oder eine schöne Elysianerin in Not vor dem sicheren Tod retten. Genau. Rufus begeht eine selbstlose Tat. Ich würde ja jetzt lachen, aber mein Zwerchfell ist noch überspannt von dem Moment, als du vorhin über die Hügelkuppen geschleift wurdest. Wenn ich das Mädchen geweckt habe und sie mich mit nach Elysium nimmt, wirst du dich schon noch wundern. Ihr werdet euch alle wundern. Klar. Das Gespräch machen wir im nächsten Video. Bis dann, Leute. Bis dann.